Sag mir, wie heißt du? Franz. Man nennt mich auch Eselchen. Ich bin hier fremd, ich weiß, mein Herr. Es gibt in diesem Hause keine Regeln. Jeder benimmt sich in diesem Hause, wie es ihm gefällt. Ganz nach Neigung oder Eingebung. Sie können mir zum Gruß die Hand reichen oder mich küssen. Oder Sie können ja auch die Litewka aufknöpfen. Sie haben schon etwas gelernt, mein Herr. Wie schade. Wie schade zu sehen, wie schnell dieser Anmut vergeht. Denn gestern war sie anmutiger. Und vorgestern, da war sie noch anmutiger. Und vorvorgestern wieder anmutiger. Und so fort und fort. Immer mehr, immer anmutiger. Bis zum Anfang vor vielen Monaten. Bist du hübsch, Eselchen? Sie werden belehrt werden. Thank you.
weil sie einsam sind, mein Herr. Kennst du mich denn? Was weißt du von mir? Ich weiß nichts, aber die Stunden haben ihre Eigenschaften. Und sie bestimmen unser Verhalten. Das Sichtbare trübt uns, aber nur oberflächlich. Wogegen das Unsichtbare sich jeder Prüfung entzieht. Das Unsichtbare entzieht sich. Und das Entzogene. Das Entzogene ist die Ursache unserer Angst. Sind das deine eigenen Worte? Alle Worte sind alt. Sie haben mich nicht geküsst und mir auch nicht die Litewka aufgeknöpft. Vielleicht sind meine Lippen gefrorenes Quecksilber und meine Brust. Du sollst nicht derart abscheulich mit Worten spielen. Rote Lippen sind warm, das hat man erfahren. Ich weiß, dass rote Lippen warm sind. Ich weiß, dass die Brust eines Menschen... Das ist doch das Sicherste, oder? Vergessen Sie das Gespräch. Thank you.
Thank you.
Oh, God.